Martin ist bereit für die Spätschicht, zumindest optisch schon mal, auf jeden Fall. Du arbeitest im Krankenhaus hier auf der Corona-Station. Wie normal oder wie besonders ist dieser Job für dich? Also jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es natürlich ganz, ganz anders jetzt für uns, weil die Krankheitsbilder haben sich einfach jetzt geändert für die Patienten. Wir haben ja vorher auf einer gefäßchirurgischen Station gearbeitet alle, und zu den Corona-Erkrankungen haben natürlich die Patienten jetzt noch pulmonare Erkrankung, koronare Erkrankung, was jetzt alles noch mit dazukommt, was das Ganze für uns dann natürlich auch eine viel größere Herausforderung bringt. Jetzt arbeiten meine Eltern auch jeweils, also in einem Altenpflegeheim und in einem Krankenhaus. Und ich habe das von zu Hause aus immer schon so ein bisschen mitbekommen, was der Beruf alles mit sich bringt. Aber ich glaube, ganz viele Menschen draußen haben einfach ganz großen Respekt vor dem, was ihr leistet. Weil wir sind im Moment alle so nervlich angespannt und irgendwie dünnhäutig. Und ihr müsst uns, die dann auch vielleicht im Krankenhaus liegen und erkrankt sind, ja irgendwo Mut machen und wieder auf die Beine helfen. Wie kriegst du das hin, Tag für Tag? Das Wichtigste ist, glaube ich, gute Laune. Gute Laune ist das A und O. Hast du die tatsächlich? Ja, die habe ich wirklich. Weil es bringt nichts, wenn Mr. Petrich auf die Arbeit kommt und die Patienten, die kriegen das dann auch mit. Und ich singe und lache dann auch mal über die Station. Ist manchmal ein bisschen albern, aber es gibt dann viele Patienten, die dann auch gerade bei uns länger liegen, die freuen sich dann. Ach, der Martin kommt wieder, der singt immer so schön, ja. Warum würdest du sagen, ich würde diesen Job immer wieder machen? Ja, weil ich diesen Beruf einfach liebe. Es ist einfach toll, ja. Man kommt zur Arbeit, man hat nette Kollegen, man hat tolle Patienten auch wirklich, ja. Es ist einfach schön, es macht Spaß, auf die Arbeit zu kommen, Leuten auch mal zu helfen, ja, wenn die krank sind, dass sie gesund wieder nach Hause gehen können, ja. Wertschätzen Arbeitgeber, das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, ja. Wenn einem von oben schon Wertschätzung entgegengebracht wird, ja, dann kommt man auch viel lieber auf die Arbeit, es macht auch wirklich viel mehr Spaß. Wie oft kriegst du auch was zurück von den Patienten? Meistens dann, wenn sie nach Hause gehen, wenn sie dann gesund sind und sich freuen und nach Hause gehen können. Ja. Am Anfang ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn sie dann wirklich krank sind. Aber so mit der Zeit kommt es dann immer mehr. Und dann kommt auch sehr oft auch ein Danke, dass sie jetzt das und das gemacht haben. Danke, dass sie mir geholfen haben. Auch von Angehörigen gibt es ganz, ganz viel Anerkennung, ja, dass wir dann ihren Eltern oder ihren Angehörigen dann helfen konnten. Vor einem guten Jahr war es ja so, können wir uns, glaube ich, alle noch daran erinnern, dass Menschen abends auf den Balkon gegangen sind und geklatscht haben für die Pflegekräfte und für das, was ihr da arbeitet. Mittlerweile ist zumindest aus meiner Sicht gar nicht mehr so viel übrig. Gibt's was, was du dir wünschen würdest, also für euren Berufszweig, aber auch vielleicht für dich persönlich? Mehr Kollegen, das ist wirklich das Allerwichtigste. Mehr Kollegen, ja. Das Problem ist halt natürlich auch, wir müssen Betten sperren, weil nicht genug Kollegen da sind, gerade wenn dann auch Urlaubszeiten sind. Man versucht das irgendwie alles aufzufangen, aber es ist halt manchmal nicht machbar. Dann ist die Intensivstation voll bis oben hin und dann müssen die auch wieder Betten sperren, dann müssen andere Kollegen da aushelfen. Und das Allerwichtigste sind mehr Kollegen, ja. Also ich sage nur Leute, Mut zur Pflege, ja. Das ist wirklich ganz wichtig. Also drücken wir euch die Daumen. Zum einen natürlich für euren Job, macht weiter so. Das ist, glaube ich, für jeden, der mal betroffen ist oder betroffen sein wird, ganz wichtig zu wissen, dass es da Menschen wie dich gibt, die pfeifend und singend auch mal über den Gang gehen und gute Laune machen. Und vielleicht kann der Tag der internationalen Pflege heute ja ein bisschen was Gutes dafür tun.